Hallo Leute, hier ist Michael Albers von www.pastorpixel.de mit einem Photoshop-Video-Tutorial. Und zwar geht es hier darum, wie man so einen Rahmen beispielsweise für Icons erstellt. Wenn man beispielsweise Apps macht, dann braucht man ja oft hier so Rahmen. Und in dem Rahmen kann ich jetzt verschiedene Bilder einfügen. Und wie man das macht, das erkläre ich jetzt hier mal in diesem Photoshop-Tutorial. So, ich fange mal mit einem neuen Bild an. 500 mal 500 Pixel. Und ziehe mir jetzt hier mal auf der Mitte Hilfslinien auf. Jetzt nehme ich hier das abgerundete Rechteckwerkzeug, wähle hier diese erste Option und wähle hier bei den Einstellungen Quadrat und Aufziehen vom Mittelpunkt aus. Als Radius wähle ich mal 30 Pixel. So, jetzt kann ich hier an dem Mittelpunkt meine Maus ansetzen und mein abgerundetes Rechteck aufziehen. Das ist der innere Teil des Rahmens. Den brauche ich auch später als Auswahl. Und deswegen klicke ich jetzt einmal mit gedrückter Steuerungstaste auf die Ebene. Dann entsteht eine Auswahl in Form dieses Rahmens und die speichere ich mir hier in der Kanälepalette schon mal ab, indem ich da drauf klicke. Jetzt sage ich Steuerung D und gehe wieder zurück in meine Ebenen. So, das nächste Auswahlrechteck, der äußere Bereich des Rahmens. Da brauche ich einen etwas größeren Radius. Der Radius ist hier die abgerundete Kante. Und ich brauche diese Option, überlappende Formbereiche ausschließen. Dann ist das Innere transparent und das Äußere sichtbar. Jetzt ziehe ich auch wieder vom Mittelpunkt aus auf. Und jetzt mache ich das so ein bisschen Pi mal Daumen. So, fertig ist mein Rahmen. Jetzt kann ich diesem Rahmen einen Ebenenstiel zufügen. Das mache ich hier mit der Stilepalette. Ich hoffe mal, ihr wisst, wie man so Stile erzeugt. Nehmen wir mal diesen hier. Die weiteren Einstellungen für die Stile, die findet ihr ja hier unter FX. Müsst ihr doppelt draufklicken. Und dann kommt er hier zu diesen Einstellungen und könnt da also alles Mögliche einstellen. Soweit, so gut. So, jetzt geht es darum, dass ich so eine Auswahl habe und in der Auswahl sollen dann alle möglichen Bilder eingefügt werden. Das mache ich mir mal eben zu. Jetzt erstelle ich mir eine neue Gruppe. Das macht man da auf dem Symbol und dann wähle ich hier neue Gruppe aus. So, und dieser Gruppe weise ich jetzt eine Ebenenmaske zu. Ich gehe nochmal in die Kanälepalette, lade mir diesen Kanal. Das mache ich, indem ich mit der Steuerungstaste auf den Kanal klicke. Jetzt ist die Auswahl geladen. Hier habe ich die Gruppe ausgewählt und jetzt wähle ich hier Ebenenmaske hinzufügen. Das Gute ist, wenn ich die Ebenenmaske einer Gruppe hinzufüge, dann gilt diese Ebenenmaske für alle Ebenen, die ich innerhalb dieser Gruppe einfüge. Ich kopiere mir jetzt mal hier aus einem anderen Bild. Wo haben wir es? Moment. Irgendwo habe ich hier noch Bilder.
So, hier sind Bilder, ne? Da kopiere ich mir mal da das erste Bild raus. Auswahl, alles auswählen, bearbeiten, kopieren. Und jetzt gehe ich hier wieder in mein vorhandenes Bild und gehe hier auf Bearbeiten, einfügen. Und jetzt wird dieses Bild in dieser Gruppe eingefügt, ne, weil ich die vorher ausgewählt hatte. Und ist wirklich auch nur da sichtbar, wo die Ebenenmaske ist. So, das gleiche mache ich jetzt mit der nächsten Ebene. Ich wähle die Ebene aus, sage hier bearbeiten, kopieren. Gehe dann wieder hier rein, sage hier bearbeiten, einfügen. Und ne, auch da ist jetzt das Bild eingefügt. Kann ich hier unter der Auswahl verschieben, kann es verkleinern und vergrößern. Und so weiter und so weiter. Ne? Das Spielchen kann man ja dann beliebig fortsetzen. Bearbeiten, kopieren, bearbeiten, einfügen. So, das soll es gewesen sein mit diesem kleinen Tutorial zum Thema Apps und Rahmen erstellen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg damit. Macht's gut, euer Michael Albers von www.pastorpixel.de.